Einmal daran hier. Gibt es, dürfte die Rochusbrücke sein oder sowas. Was haben wir da stehen? Rochusbrücke, genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie rein in die gute Stube. Hallöchen. Und ich frage mich gerade ernsthaft, ob wir den Fahrscheinverkauf ein- oder aus haben. Wahrscheinlich habe ich ihn aus. Aber nein, ich werde jetzt nicht dieses Optionsmenü aufrufen. Das wäre mir zu unprofessionell. Das war natürlich so gedacht, weil wir sonst natürlich viel zu viel Verspätung einfahren würden, wenn wir mit ganzen Fahrkarten verkaufen würden. Das war so geplant von mir im Voraus. Nicht, nein. Die Aufnahme kam relativ spontan. Es tut mir natürlich leid. Achso, was ich auch nochmal generell ankündigen, erzählen, palavern wollte. Danke, LKW, dass du dich vor die Ampel stellst. Ich bin so stolz auf dich. Was war das? Ich wollte gerade was erzählen. Genau. Was ich ankündigen wollte, ist, dass wenn Octodad, glaube ich, in einer der nächsten Tagen läuft, es langsam mal aus. Wenn das Let's Play vorbei ist, dann werde ich erstmal eine kleine Weile warten mit dem zweiten Let's Play. Ich habe da noch ein paar Games im Hinterkopf, die ich gerne spielen würde. Allerdings ist es so, ich schaffe es zeitlich nicht, schon zwei Spiele auf einmal parallel rauszubringen. Zwei Videos pro Tag ist schon ordentlich Arbeit. Also das glaubt man wirklich nicht. Da denkt man, ach komm, ja, nimmt man ein bisschen auf oder sowas. Aber es ist echt, es geht gerade von der Zeit her einfach, weil ich schulmäßig gerade irgendwie sehr, sehr wenig Nutze habe. Aber es ist generell so, dass es echt richtig viel Zeit frisst, zwei Videos pro Tag rauszubringen. Und deswegen schaffe ich es einfach nicht, nebenher Tutorials zu machen. Und es geht halt leider nur, wenn ich gerade hier nochmal ein Projekt dann wahrscheinlich weiter in einem OMSI laufen habe. Dann kommen auch ab und ein paar Tutorials. Ich habe ja auch schon einige Ideen, was ich hier noch so machen könnte. Zum Beispiel angedacht ist auch eine komplette Editor-Reihe. Wobei ich ja sagen muss, dass es für Editor schon einige gute Tutorials gibt. Allerdings nicht unbedingt für den OMSI 2 Editor, deswegen setze ich mich auch nochmal dran. Kommt aber klein wenig später. Zuerst gibt es ein paar stinknormale Themen. Ah, nur, dass ihr wisst, warum jetzt hier nichts kommt. Das schaffe ich zeitlich leider nur, wenn sonst nichts anderes ansteht. Ne? Also hier in Neuendorf Hauptbahnhof sind wir hier. Und auch wieder einiges los. Also unser Bus wird heute Morgen richtig voll. Samstag morgens, holala. Ich unterschätze die Neuendorfer. Die stehen doch alle relativ früh auf. Guten Morgen. Kommen Sie dann in die gute Stube. Hallöchen. Guten Tag. Also abstempeln tun Sie mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Alle drin. Chantal haben auch noch rein. Und ja, anscheinend habe ich den Fahrscheinverkauf ausgestellt. Hinten ist zu. Ja, hinten ist zu. So, erster Gang ist immer noch relativ klein, aber kann nichts dagegen tun. Für alle, die größere Gänge und 5 Gänge haben wollen, empfehle ich den U307. Der dann auch diese Stülpfront hat, von der Berliner Variante. Genau, das ist diese U-Bahn-Front mäßig hier. Wir sind ganz stadtbusmäßig klassisch unterwegs. Und ein Stück trinken täte mir auch ganz gut mal zwischendurch so. Um die Professionalität mal irgendwie nicht zu hoch steigen zu lassen. Muss zwischendurch auch mal sein. So. Einmal hier in der Haltestelle mit dem Nichts anhalten. Wer auch immer hier raus möchte. Ja, vielleicht ein kleines bisschen verbremst, aber mit der hinteren Tür so ungefähr am Haltestellenschild. Nee, eigentlich ist ja Richtlinie vordere Tür Haltestellenschild, aber es möchte nur jemand raus, das ist egal. Hätte er quasi direkt eine Ampel halten können, aber ne. So wunderschöne Ikone, der Burner, ne? Funktioniert nur mit ausreichend Konzentration. Rechts haben wir auch ein klassisches, schönes Bauhaus. Ah, oh, schön. Toll. Doch, toll. Manni läuft um die Straße. Macht er hat sogar geschafft in der Zeit. Da sind wir stolz auf ihn. Zuerst die Haltestelle hier, die wir gerade anfahren. Wahrscheinlich eher nicht Bauhaus, aber ich würde es einfach mal interessieren. Was haben wir denn da? Bäh. Ich kann das nicht lesen. Rolf Dieselstraße oder sowas. Ich glaube, der Betriebshof heißt auch so. Ja. Da war ja was. Genau, der links geht zum Betriebshof. Da kam er vorher her. Also Spaß, bis die gleiche Richtung zurückgefahren. Voll LW, ey. Die erste Folge ist voll scheiße. Was hast du überhaupt gemacht, ey? Er ist gleich anfangen können mit Linie fahren, ey. Schwör's, das Abo, ey. Nein, ich wollte es einfach mal gerne zeigen. Eine Araltankstelle. Schön. Links.
Und geradeaus wird zu diesen Böttcherwerken gehen, dieser Bergverkehr. Ja, den muss man nicht unbedingt zeigen, aber jetzt wisst ihr das auch. Bitte warten Sie, während diese Ampel auf grün geschaltet wird. Dies kann aufgrund der gedrosselten Telekom-Leitung einen Moment in Anspruch nehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ne? Ja, genau. Ja, was macht man, wenn man nichts zu erzählen weiß? Man singt einfach, ganz genau. Beste Idee. Ja, jetzt kommt er mal. Es ist frei. Wirklich frei. Da kommt selbst jeder Idiot rum. Also selbst wer den Führerschein gewonnen hat, wie ja ich, manchmal auch die Fahrgäste mutmaßen lassen, aber nein, ich habe ihn komplett seriös direkt gegenüber von meinem Haus gemacht. Vor einem halben, dreiviertel Jahr. So. Jetzt wisst ihr das auch. Und es lädt nach. Danke, Omsi. Ich bin stolz auf dich. Oh, da vorne mich. Geh drüber. Und das muss nicht so arg bremsen. Golf. Idiot. Ganz echt, bloß weil da vorne jemand drüber läuft, bremsen wir in. Tag, Kollege. Bremse einfach mal in 150 Metern Entfernung, weil man könnte ja zu stark bremsen müssen vor dem Kind. Und dann kommt die Polizei und denkt dann, oh, er ist unaufmerksam. Dann muss er durch eine Kontrolle durch. Das wäre ja, naja, tragisch. Upsala. Ja, der Klassiker, ne? Zumindest ist nichts passiert. Die CV Calculate ist halt nicht so schlimm. Ja, aber was ich auch generell mal ansprechen kann, ich wollte mir zwar erstmal Gedanken drüber machen, bevor ich es anspreche, aber es ist im Prinzip so eine Steilvorlage gewesen. Aktuelle Situation zur OMSI. Also es gibt ja immer noch Leute, die jetzt mit OMSI an sich unzufrieden sind. Also mit dem Spiel, wie es quasi jetzt hier steht, ein halbes, dreiviertel Jahr nach Erstveröffentlichung im Dezember, sind ja einige immer noch nicht so ganz zufrieden. Also finden immer noch, dass es relativ bugbehaftet ist und ja, möchten es immer noch nicht in die Hand nehmen. Ich muss dazu sagen, dass ich das so wenig bis gar nicht nachvollziehen kann. Also es hat bei mir stürzt es höchstens einmal in der Woche ab und ich bin gerade relativ ein intensiver OMSI-Nutzer, wie er auch zum Beispiel meine täglichen Videos erkennt. Also ich bin doch relativ viel unterwegs, auch noch ein kleines bisschen was offscreen. Zwar eher selten, aber dann doch das ein oder andere Mal. Und es schmiert doch relativ selten. Also Ted House ist ja immer hier mit in der Folge abgeschmiert, aber ansonsten läuft es doch relativ stabil. Klar, die Nachladeruckler wurden minimiert, sind zwar nicht ganz weg, aber ich meine, was soll man da machen? Es lädt nach. Klar braucht es dann Systemressourcen. Und klar ist da nicht mehr so viel übrig für sonst was. Also, ich sehe da kein großes Problem. Und ja, Informationspolitik wird ja auch oft bemängelt. Muss ich auch sagen, finde ich gar nicht so schlimm. Also, man bekommt, wenn ein Patch draußen ist, mit, was da gefixt worden ist. Und meiner Meinung nach reicht es doch auch. Was soll denn sonst noch wissen? Wollt ihr wissen, was Marcel jeden Tag zum Kaffee trinkt? Oder was da abends frühstückt? Keine Ahnung. Ich meine, was wollt ihr da wissen? Können doch kein Bautagebuch erwarten. Die sollen lieber hier die ganzen, die ganze Arbeitskraft ins Programm selber stecken und nicht in irgendwelche Informationen. Ich merke das ja selber an YouTube, wie das ist. Quasi noch zusätzlich zum eigentlichen Produkt, würde ich mal in Anführungszeichen sagen, jetzt in dem Fall die Videos. Wie schwierig das ist, dann noch drumherum Informationen zu bauen. Ich habe bei meinem Anfang eine Phase gehabt, wo ich gemeint habe, ach komm, mach so Folgenbeschreibung, haust es alles auf deine Webseite rauf. Aber man schafft es zeitlich einfach nicht. Das frisst sowas von enorm viel Zeit, das Ganze hier mit Text zu versehen, da noch was dazu zu schreiben und deswegen, ja, was wollt ihr noch wissen, mit welchem Mittel er sich die Haare färbt? Also, für mich reicht die Informationspolitik so komplett aus. Man weiß, dass gearbeitet wird, es werden Sachen gefixt. Und ja, jetzt kommt meine Potte hier. Hallo. Guten Morgen. Und ich finde, es gibt jetzt keine größeren Bugs, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, das müsste noch gefixt werden. Viele Sachen sind nämlich auch dem Map-Bauen selber geschuldet, die selber einfach unfähig sind, hier das und das Problem zu umgehen. Also es ist kein eigentlich OMSI-Bug, sondern ein Problem der Map. Ich schwöre, ey. Und ja, das ist das, was ich im Prinzip gerade mal vorbringen wollte. Was, ich verstehe nicht, was da jetzt noch großartig hier an diesem Spiel zu kritisieren ist. Es ist der funktionsreichste Bus-Simulator, den es gibt. Es ist einfach so, da kann das ganze Astragon TML-Studio-Zeug nicht mithalten. Also warum man hier für den Citybus-Simulator München 25 Euro hinlegt, weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, keine Ahnung.
Und deswegen bin ich echt froh, dass es OMSI gibt, dass OMSI wirklich so gut läuft. Und ich sehe OMSI 2 nicht wie einige andere wirklich komplett als Bereicherung. Ich habe so ziemlich das Doppelte an FPS, als das ich vorher hatte. Und es läuft enorm flüssig. Kein anderes Spiel läuft so flüssig wie OMSI. Man kann sich die Option wirklich so einstellen, wie man möchte. Man kann den KI-Verkehr so runterstellen. Wenn man sich da den KI-Verkehr von anderen Spielen anschaut, dann würde man den nie in so einer großen Masse, wie zum Beispiel auch hier in der Kreuzung KI-Auto stehen. Es kriegt fast kein anderes Game hin. Nennt mir einen Bus-Simulator, in dem so viel KI-Verkehr hier rumfährt, der auch wirklich seinen Dienst gut tut. Und deswegen Kritik, keine Ahnung. Wenn noch irgendwas ist, was euch wirklich stört, würde ich es mal gerne in den Kommentaren hören. Einfach mal um zu hören, wenn ihr denn auch ein OMSI 2 Kritiker seid, was ihr denn daran noch auszusetzen habt. Also nicht so der Klassiker, hör, OMSI ist langweilig, das natürlich nicht. Man muss natürlich daran Spaß haben und einfach dafür leben, anders geht es nicht. Man muss einfach Simulator-Fan sein, anders geht es nicht. Ansonsten wird es halt mal nach der einen oder anderen Fahrt langweilig. Aber ich kann auch hier mal so einen ganzen Vormittag lang hier eine ganze Tour hin und her fahren. Man muss einfach dafür gemacht sein. Also wenn euch noch irgendwelche Sachen wirklich aktiv jetzt sind, um sie selber stören, dann würde mich das einfach mal interessieren, was das denn aktuell so wäre. Ne? Finde ich mal ganz interessant. Einmal hier vorbei. Und genau wie wir hier sehen, wird es auch schon langsam ein kleines bisschen ländlicher. Wir nähern uns jetzt dem letzten Ort, nämlich Bad Warmfeld. Dürfen wir jetzt auch langsam, denke ich, schon mal hier drin sein. Das ist das letzte Kaff hier. Und dann ist es auch nicht mehr ein arg weit bis zur Endhaltestelle, ne? Oh, da ist eine Haltestelle. Ja, die Haltestellenschilder sind ein kleines bisschen dezent, also ein bisschen nicht unbedingt versteckt, aber man sieht sie schlecht, wenn man nicht unbedingt weiß, wo sie sind. Aber ich bin ja doch die ein oder andere Mal unterwegs auf die Map, deswegen weiß ich ganz genau, was ist. Friss den Gangbus. Und ich habe zwar keine einziges Mal auf den Fahrplan zwischendrin geschaut, aber ich hoffe einfach mal, dass es so ungefähr stimmt. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit Dauer über OMSI 2 gequatscht, über die Map, deswegen, naja, was will man tun? So, da vorne auch nochmal eine Haltestelle vor der Kreuzung und dann, die ist auch schon die vorletzte. Wieder ein bisschen verbremst. Ja, ich wollte es wunderschön hier mit Motorbremse abbremsen, aber bis das Getriebe den Gang nimmt, das braucht immer ein klein wenig, deswegen ist ein Problem. Da kommt nichts und da kommt da was. Da kommt auch nichts außer Fußgänger. Die hoffentlich nicht drinne vor dem Bus. Und die Stelle gefällt mir auch hier geradeaus. Also finde ich klasse. Nächster Halt, Bad Warmfeld, Endhaltestelle. Dieser Bus endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ihre Neuendorfer Verkehrsbetriebe bedanken uns für ihr Vertrauen und würden uns wünschen, sie auch bald wieder an Bord eines unserer Busse begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, nein, okay, das reicht jetzt eigentlich auch. Die brauchen keine Ansage. Früher hat man sowas auch nicht gebraucht. Ja, früher, als die Busse noch keine Ansagen und alle Treppen hatten, ja. Damals war die Welt noch in Ordnung. So, alle wollen raus, schon mal nicht schlecht. Und dann können wir hier, wenn auch so ein kleines bisschen mager gestaltet, also hier gefällt mir nicht so ganz so toll, weil die Bäume einfach irgendwie so da mitten auf dem Gras stehen, aber das ist nur nicht so toll, nicht so schlimm. So. Zack, bumm, Motor aus. Zack, bumm. Dingenskirchens Bremse rein. Ja, Namen vergessen. Der Burner, ne? Professionalität einfach nur. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch mal für diese Folge. Ist leider... Ja, die Folgen sind ein ganz bisschen kürzer geworden. Tut mir leid. Habt ihr schon gesehen. Aber hoffentlich, wie gesagt, gerendert mit dem neuen Videobearbeitungsprogramm. Ich hoffe euch, dass euch die Qualität zumindest des Bildes jetzt ein kleines bisschen mehr zusagt. Das von der Qualität, was ich hier so labert, das ist davon mal ganz abgesehen. Das müsst ihr gar nicht beachten. Auf jeden Fall, sag ich auf jeden Fall. Ganz ruhig, Joshua, geordnet reden. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, bis dann. So, beste Abmoderation ever, irgendwie so total gelangweilt und unmotiviert. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall morgen dann wahrscheinlich entweder was anderes oder wieder auf Neuendorf. Ich weiß es nicht.
darauf, wo ich gerade Bock habe. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz einfach.